Unsere Heimat steht gut da. Das gilt für Deutschland insgesamt, aber auch gerade für uns hier im Rheinkreis Neuss. Ich möchte, dass das so bleibt, dass wir weiter alles dafür tun, das Erreichte zu sichern, zu bewahren, aber auch uns anstrengen für eine gute Zukunft. Ein stabiler Euro ist ganz wichtig für uns. Nicht zuletzt für die heimische Industrie. Vieles von dem, was im Rheinkreis Neuss produziert wird, wird ausgeführt in aller Herren Länder. Da hilft unserer Wirtschaft eine stabile, gemeinsame europäische Währung. Gerade deshalb setzen wir uns so nachdrücklich für sie ein. Nicht nur die Industrie prägt den Rheinkreis Neuss. Auch Handwerk, Landwirtschaft und Mittelstand sind hier zu Hause. Dieser Mix macht uns stark. Sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze sind die Grundlage für so vieles. Für das eigene Leben, für die Möglichkeit, für die Familie sorgen zu können. Für die Absicherung im Alter oder bei Krankheit. Deshalb setze ich mich mit ganzer Kraft für sichere Arbeitsplätze in unserer Heimat ein. Wir alle brauchen sichere, bezahlbare und saubere Energie. Privathaushalte wie die heimische Wirtschaft. Wir setzen zunehmend auf erneuerbare Energien, aber bei Einsatz modernster Kraftwerkstechnik hat auch die heimische Braunkohle weiterhin ihren Platz in unserer Energieversorgung. Gemeinsam mit meiner Frau Heidi und unseren vier Kindern lebe ich im Herzen von Neuss. Die Zukunftschancen der jungen Generation, aber auch ein gutes Miteinander von Jung und Alt, liegen mir besonders am Herzen. Dazu gehören beste Bildungschancen, aber auch solide Finanzen. Angela Merkel genießt höchstes Vertrauen in unserem Land, aber auch darüber hinaus, in Europa, ja in der Welt. In meiner unmittelbaren Zusammenarbeit mit ihr als CDU-Generalsekretär erlebe ich, wie sie unermüdlich arbeitet für unser Land. Und viele Menschen fragen sich ja, wie schafft sie das überhaupt? Ich weiß, Angela Merkel treibt der Wunsch an, durch ihre Arbeit das Leben der Menschen in Deutschland Tag für Tag ein Stück besser werden zu lassen. Es macht Freude, mit Angela Merkel zusammenzuarbeiten, aber natürlich auch mal gemeinsam ein Fußballspiel sich anzusehen. Der Rheinkreis Neuss ist liebens- und lebenswert. Viele tragen dazu bei, beruflich oder auch im Ehrenamt. Ich möchte all diesen Menschen ein verlässlicher Ansprechpartner auch weiterhin sein. Bitte geben Sie am 22. September beide Stimmen der CDU.